Hi ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal mit einem etwas anderen Spiel und zwar mit Conan Exiles. Im Oktober diesen Jahres kommt das neue Kapitel Age of Heroes und mit diesem Kapitel bekommen wir zwei große neue Features. Das erste Feature sind die belebten Städte und wie ihr schon sehen könnt, laufen bei mir hier einige NPC durch die Gegend. Dieser sitzt hier und isst weiß. Beispielsweise, hier schläft jemand und hier kocht jemand. Ja, was hat es denn jetzt mit den belebten Städten auf sich? Ganz einfach, wir kennen ja die Handwerker, die wir in unsere Werkbank ziehen und die dort ihrer Arbeit nachgehen. Diese Handwerker wurden jetzt überarbeitet und sind jetzt genauso wie Kämpfer oder Tänzer Thralls. Ihr könnt die Handwerker jetzt wie die Thralls hier frei in der Welt platzieren. Ich zeige euch das mal. Hier 1, 2, 3. Die sind jetzt platziert und sind jetzt automatisch den Schmiedewerkstätten zugeordnet, wie die beiden hier, die schon fleißig am Arbeiten sind. Und da sie aber gerade nichts zu tun haben, sind sie jetzt gerade hier zur Tür rausgegangen und ja, gehen jetzt essen, schlafen, setzen sich einfach nur hin und tun, auf was auch immer sie Bock haben. Finde ich ganz cool. So ist es tatsächlich ein bisschen belebter. Welche Änderungen gibt es denn tatsächlich noch? Wir gucken mal hier in die verbesserte Werkbank eines Schmieds und sehen, dass wir hier bis zu 3 Thralls reinsetzen können bzw. zuweisen können. Plus wir sehen hier die Boni, die diese bringen. Finde ich ganz chillig, denn so könnt ihr auswählen, welche von denen eure Sachen craften soll. Was auch noch ein richtig geiles Feature ist, da die Handwerker jetzt zu den Thralls zählen, können wir natürlich auch ihr Inventar öffnen. Und wie ihr sehen könnt, hat er natürlich auch eine Waffe und Ausrüstung. Und die können wir jetzt natürlich beliebig ändern, wie wir eben gerade Bock haben. Und schon haben wir hier einen Schmied mit Rüstung. Finde ich auch ziemlich cool, macht das Ganze noch ein bisschen spannender. Da die Handwerker jetzt zu den Thralls zählen, hat Funcom überlegt, die Followerzahl auch zu erhöhen, was meiner Meinung nach auch Sinn machen würde, denn ich glaube, es sind aktuell 50 Follower, die man haben kann pro Person, ist natürlich in dem Zusammenhang ein bisschen wenig. Was ihr auf jeden Fall beachten müsst, was die Handwerker betrifft, ist folgendes. Da sie ja schlafen und essen, solltet ihr im Umkreis von 15 Meter um die jeweilige Werkbank auch ein Bett platzieren, damit sie sich eben hinlegen können. Es bringt jetzt also nichts, wenn ihr in der linken Ecke eure Werkstatt habt und 500 Meter weiter in der rechten euer Bett, denn da werden die Thralls nicht hingehen. Ein weiteres Feature, was sich ändert mit Age of Heroes, ist die Tatsache, dass man dann tatsächlich bei der Purge auch Handwerker im Käfig findet und die Barkeeper, die man in der Purge immer gefunden hat, die findet man jetzt auch in Käfigen, die in der Welt platziert sind. Was jetzt natürlich noch dazu kommt, ist ein großes Problem und zwar, wenn ihr durch eine Purge angegriffen werdet oder natürlich auch durch andere Leute, dann sind eure Handwerker jetzt natürlich auch verwundbar und können sterben. Das finde ich persönlich natürlich ein bisschen doof, das war früher ja nicht so, aber gut, das ist dann mal wieder Meckern auf hohem Niveau. Übrigens zählen Kämpfer, Bogenschützen, Tänzer und Träger nicht zu den Handwerkern und bleiben bei ihrer Funktion. Das zweite große Feature sind dann die Begleiter, aber das schauen wir uns im nächsten Part an. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Infovideo gefallen. Wenn ja, lasst gern ein Like da und ein Abo und checkt auf jeden Fall auch die beiden eingeblendeten QR-Codes. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bye!